Hallihallo, der Marc von Bildschirm ist hier. Bei mir ist die Svenja mit etwas längeren Haaren. Ja? Ja. Und heute, was sehen wir sie schon wieder an? Läuft? Nein, es ist auch keine Zeit. Ich habe keine Zeit dafür. Nee, weiß ich. Aber? Also alle, die Svenja nicht kennen, Svenja ist die, unsere Glatzen-Challenge gemacht hat. Und wo auch ganz tapfer sich die Haare hier abschneiden lassen. Die sie gespendet haben für einen guttätigen Zweck, für eine Perücke, für die Krebshilfe. Und mittlerweile sind die doch schon wieder etwas gewachsen. Ja, du warst schon hier ganz gut. Im Februar. Und am 28. 26. Und heute haben wir den 23. 24. Juni. Juni. Also ich kann sagen, in 3 Monaten ist es recht gut geworden, ne? Ja. Mai, Juni, ja, schön. Toll. Wir haben heute was vor zum Stechen von Maria Tesch. Einen Arrow und. Zeig uns gleich mal. So sieht der aus hier. Ein mega schönes Teilchen hier. Und ein Roségold. Wirklich total edel. Und wir haben auch noch von Tesch jetzt einen 2,5er Diamond, Invisible Diamond. Na komm, mach scharf hier. Na komm, komm, komm. Ich hasse das Scharfstellen teilweise am Telefon. Jetzt haben wir ein Scharf. Mega schönes Teil. Wirklich total Hammer. Und wir haben auch von Tesch einen Diamond Eternity Clicker. Also richtig coole Tesch-Teilchen hier. Na komm. Sag mal, gibt's denn das? Jetzt haben wir wieder scharf. Ne, immer noch nicht. Ach, gescheißen. Es geht total so nervt, dass das Ding nicht scharf stellt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum es nicht auf die Schnelle auch geht. Vielleicht weil es zu klein ist? Nee, kann nicht sein. Okay. Der scheiß Autofokus denkt dann irgendwie meine Hand zu fokussieren, aber es ist echt pissig zu wollen. Das ist echt nervig. Ich weiß es nicht. Wie ist es dir ergangen mit der, mit dem kurzen Haar? Sehr gut. Ich weiß nicht, wenn deine Mama, wie die reinkam und geweint hat. Ja. Sag, das ist aus, als wie im KZ gewesen wärst. Da ist Werkzeug, ne? Da kommt der Ring rein, ne? Genau, da. Nein, genau. Da kommen die Titan. Der Ring kommt an die Nase. Ah, der Ring ist für die Nase? Genau. Und wo kommt der andere hin? Der Pfeil kommt da ins Ohr. Ja, den stechen wir. Wo kommt der? Genau, an die Lippe. Ah, und was kommt da hin? Da kommen 3 Titanringe. Okay, 3 Titanringe, alles klar. Genau, das hatte ich, glaube ich, der Bella gestern. Braucht ihr nichts? Ja, gegeben gehabt. So, das ist der Mama Titanring an, da und bei dem Kleinen auch, bei allen beiden. Ja, gut. Weiß ich, ob sie dir das schon gegeben hatte, Titan? Habe ich. Ah ja. Brauche ich mit Steinchen war das, glaube ich. Mit Stein oder ohne? Mit Stein, hatte ich glaube ich schon bezahlt gehabt. Also ich habe es ja gestern 12,95 hatte der. Jeder? Jeder. Wo sind die? Vielleicht die Bella sind noch unten, ich weiß es nicht. Nein, ich habe nur die Marie Tisch da gesehen. Okay, die Ringe sind angekommen, unten waren sie schon parat, jetzt sind sie da. So. Ringe. Titan. Titan. Ja. So, die. Der sitzt sehr schön, sehr eng, aber sitzt gut. Ja. Du musst nur beobachten, beim Intercon schon mal, dass es lang genug ist, Piercing jetzt, dass alles okay ist. Es gibt nur Kunden, wo halt einfach die, beim Intercon der Ring einfach größer sein muss, weil das Ohr das will. Ja. Beobachte es mir halt mal, wie du damit klarkommst. Ja. Das ist wirklich eine Geschmacksfrage. Also ich kann, es geht. Die meisten Kunden, die es sehen, sagen, boah, ist geil, dass es so eng ist. Ja. Also schneiden die rein, das ist eben eng. Ja. Vorher haben die Kunden jetzt unbedingt so gewollt. Also ich spüre den nicht. Das ist mal eh wichtig. Aber es gibt halt auch Kunden, die, oder nicht Kunden, das Ohr sagt dann vom Kunden, du, super, dass du es toll findest, aber mir gefällt es nicht. Mir ist es zu eng. Und dann spielt er das Ohr ein Stück beleidigt. Okay. Das kann ich dir halt nicht versprechen. Ja.
Das müssen wir einfach begutachten und abwarten. Ja. Es gibt immer Spiegel. Das sehe ich wahrscheinlich ähnlich. Ich muss ja, also, ich habe die, willst du die Vergrößerung nehmen? Ist die Vergrößerung wirklich besser? Kann es erkennen, Tanja? Ich sehe irgendwas blitzt, irgendwas leuchten, aber nicht richtig. Aber ich sehe es später auf dem Foto. Für alle, die es nicht wissen, im Video nochmal wird es gesagt, wie viel? 3%? 5. Und das eine Auge? Gar nichts. Gar nichts. Das ist nur nichts, ne? Ja. Sie sieht wirklich auf dem einen Auge nur 5%, ist natürlich echt schwer, sich da selber zu erkennen oder mit sowas. Gesichtsfeld ist halt schwierig. Ja, klar, aber das ist ja auch die andere Seite noch, ne? Ja. Also, hast du so viele tolle Kommentare auf unser Video bekommen, ja, ne? Das hat mich gefreut. Mich auch. Und die Leute haben das ja wirklich ganz toll aufgenommen. Schön, Mensch, Svenja, so eine tolle und coole Lebensfrohe und das fand ich echt toll, weil ich habe am Anfang, das war meine große Angst, jetzt können wir ja drüber reden, jetzt ist mir, wie es wieder angekommen ist, dass ich dir immer gesagt habe, Mensch, ich möchte nicht, dass die Leute denken, naja, das war's schon. Oh, sehr gut. Dass die Leute denken, naja, die Svenja, die macht das nur, um bei YouTube viele Klicks zu kriegen oder sowas oder ich, sondern dass das einfach von dir ein Herzenswunsch war, dieses mit den Haaren zu spenden. Und das hat aber, ohne dass wir was machen mussten, die YouTube-Community auch so gesehen, so angenommen, wahrgenommen. Und das ist natürlich auch mir wirklich ein großes Anliegen, dass das einfach auch so rüberkam. So. Hast du das Video dir schon ein paar Mal angeschaut? Ja, mehrmals. Wie ist es für dich gewesen, als du das dann, sag ich mal, im Video nochmal mit den Haaren gesehen hast? Wir haben es ja recht cool geschnitten auch. Ja. Also, ungut, mich selbst in dem Video zu sehen, aber sonst. Aber mit den Haaren hast du nicht, immer nicht, nie gedacht, das war eine scheiß Idee? Gar nicht. War die beste. Du hast gesagt, du hast weniger Haarausfall und sowas, ne? Ja, fast gar nicht mehr. Das war die beste Idee gewesen. Schon, du warst echt krass drauf damals. Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe das gehofft, dass ich dadurch weniger Haarausfall habe und ja. Naja, man sagt ja oft, so eine Radikalkur tut den Haaren oft auch mal ganz gut. Nett würde ich nichts sagen. Und dann ist das gewünschte Ergebnis eingetreten. Das ist nicht so schwer anzusetzen hier. Aha. Sollen wir ganz kurz ein bisschen dran ziehen? Ja, geht's? Warte, Lippe drin. Jetzt habe ich die Dinger in der Lippe, gell? Ja. Geht's kurz? Ja. Ich habe nur so viele Umdrehungen. Tesch hat so viele Windungen. Aber drauf, dass es nicht verloren geht, natürlich. So. Wie fühlt sich an in der Lippe? Gut. Also im Mund drin, das Flower Ball ist schon anders, weil natürlich jetzt innen ich drin. Das fühlt sich cool an. Hat man diese kleine Blume innen drin. Fühlt sich mega an. Du hast jetzt auch, das haben wir ja alles an einem kleinen Tag gemacht. Das ist quasi alles jetzt da. Das geht von der Länge gut. Ja. Es gibt einen längeren Stab, aber ich glaube, der würde dir halt fast zu lang sein. Ich finde die Länge. Ich finde das okay. Also ich habe letztes Mal bei dem Titan fast die Kugel verloren. Ich habe die zum Glück aufgefangen. Bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um das drauf zu drehen. Ja, ich muss sagen, ich habe es mir geschrieben. Ja, es war richtig schwer. Dass du es überhaupt geschafft hast, weil viele Kunden schaffen das gar nicht. Ja. Na, ohne zu gucken. Bis du nach Blut schmecken kannst, weil ich jetzt mit der Zange, das ist so schwer bei der Lippe. Ja. Geht's? Ja. Gut, meine Liebe. Und dann tun wir noch was arbeiten. Ja. Jetzt ziehen wir noch mal die Handschuhe aus. Andere Hand. Und dann machen wir. Aber das sehe ich zum Glück im Spiegel. Siehst du was? Also jetzt nicht, ich habe ja keinen Spiegel, aber wenn du mir gleich einen Spiegel gibst, dann das sehe ich das auf jeden Fall. Klar. Wenn du ihn umdrehst, ist die Vergrößerungsseite, Svenja. Das ist, was dir lieber ist für dich. Oh wow. Mega schön. Wow, der glänzt aber toll. Ja gut, das ist halt ein Diamant. Ne? Ja, das andere hat man kaum gesehen. Das hat man schon gesehen, aber das ist ja mega.
Ja. Wow. Diamant glänzt aber. Ja. Oder ist es Kristall oder ein Diamant? Ich weiß gar nicht. Diamant. Oh, ich habe gerade Kristall. Mega. Nein. Das ist ein Diamant. Da, glaube ich, hast du die mit Zirconias. Was ist denn Zirconia? Zirconia ist ein Stein, der eben glänzt wie ein Diamant, aber kein Diamant ist. Okay. Da ist ein Diamant. Ja. Und bei dem, weiß ich, was er kostet, wenn er so um die 400, 300 irgendwas nee, war? Nee, 120. Okay, dann ist es der mit Zirconia und wenn er so bei 400 irgendwas ist, dann ist er mit Diamant. Ja. Aber bei dem in der Lippe hast du definitiv einen mit Diamant. Ja. Die gibt es ja nicht so. Ein bisschen bedeutet der Ganze. Wow. Und man sieht den Glanz schon, dass es einfach anders funkelt. Ja. So. Svenja, jetzt ist die Frage, wo wir diesen Pfeil hinmachen sollen. Ich halte es dir mal hin, dass wir ihn will sehen. Kann ich dir zeigen, wo ich ihn haben wollte? Ja, klar. Du wirst ihn da so an. Also da so rein, als Kornschalt. Zeig ich dir mal kurz und dann. Weiß ich, das ist so nicht. Kannst du vom Gesichtsfeld nicht sehen? Nee, wahrscheinlich. Ich habe mal hier. Eher hier oben oder eher weiter unten? Ja, ein bisschen weiter unten. Vielleicht da so. Da ungefähr, ja. Aber du möchtest ihn ja noch sehen auch, ne? Ja. Also die, guck mal, also die Falte auch hast. Also ich würde ihn so hierher setzen. Ja. Wenn ich ihn dir zu sehr hier unten hinmachst, Svenja, ist es so, dass du den gar nicht siehst, weil dann der quasi, weil die Falte bei dir so hängt, dann drückst du den quasi ein. Ich würde den einfach hier in dem Bereich sitzen. Ja. Also man muss ihn auch, es ist natürlich ein Schwachsinn, wenn jetzt das schöne Teil ein paar Euro nehmen und dann sieht man es nicht. Drin? Nee, ich markiere mir das alles so. Ja, soll man schon sehen. Ich sehe das ja sowieso auf dem Foto, aber die Leute sollen das ja sehen. Genau, und wenn man so in der Falte noch reingequetscht, ist es auch ein Scheiß. Ne? Ja. Ich gebe dir deine ganzen alten Schmuckstücke mit. Super. Weil du ja quasi so weit weg bist und dann hast du Ersatzteile, falls du doch noch was verlierst. Ja. Und irgendwas ist, dass du nicht gleich im Regen stehst. Ja. Aber die Blume fühlt sich cool an, in der Lippe. Ja, stört dich nicht? Ja, ne. Das ist also ein bisschen meine was heißt Befürchtung, wo ich gesagt habe, Mensch, würde ich das nerven, weil ich überhaupt glaube, nicht. Ich glaube, du bist die erste Kundin, die ich jemals im Mund mit einer neuen Tech-Piercing ausstatte. Okay, cool. Weil sich die meisten das natürlich nicht leisten können, wollen, dürfen und auch viele gar nicht auf die Idee kommen. Habe ich von meiner Mama bekommen. Ich weiß. Ja. Und viele sagen sich, die Mama ist ja ganz liebe. Viele sagen sich, ich kenne das nur als Ohrpiercings. Ja. Okay, das war's schon. Schon, aber bin ich gewöhnt. Also es tut viel, viel mehr weh als ein Tattoo, aber dafür ist es auch schneller vorbei. Das mache ich gerne. Egal ob es weh tut, Hauptsache es ist schön. Naja, sag mal, das ist. Das Ergebnis lohnt sich, ne? Genau. Dann egal ob es weh tut. Na, also, die sind halt auch extrem wehgetan. Ich wusste ja, warum ich das mache. Extrem weh? Ja, also für Nasenpiercing war das Schlimmste. Wirklich? Ja, es war richtig, also richtig unangenehm, der Schmerz und in den kleinen Röhrchen. Es war, viele sagen, das tut gar nicht so weh, aber ich fand das war schlimm. Lippe war gar nicht, aber so Nase und Ohr finde ich immer. Komisch, ne? Es ist. Du, jeder Kunde ist auch anders. Ja. Solche Tattoos finde ich irgendwie gar nicht schlimm. Nicht? Ne. So, was? Diese Blume, das Ganze gerade, ist nicht schlimm. Es gibt da mal das beim Testschmuck einfach. Testschmuck ist ja ein Hauch dünner. Ja. Dadurch kann es bei manchen Kunden, die halt ein bisschen zum etwas dünneres Blut haben. Eigentlich nicht. Ja, aber auch Kunden, die das nicht sind. Beim Blut abnehmen blute ich komischerweise gar nicht. Das soll man ja auch nicht verblüten. Nee, ich meine, wenn sie Blut abnehmen wollen, dann brauchen sie ähnlich. Achso, dann brauchen sie was. Brauchen sie ähnlich, bis sie meine Vene finden. Ja, das ist aber ein anderes Thema, so, dass man sie nicht sieht. Wahrscheinlich so gut wie man sie weg. Ja, genau. Wollte man. Und.
Sehr schön. Schau dir den Spiegel mal an. Ja. Kannst du das sehen überhaupt? Weil ich klappe jetzt drauf vor. Nein, siehst du nicht so gut. Nee, ich sehe das glaube ich gar nicht, aber ich sehe es auf dem Foto. Ja, das ist mit deinem. Ja, das ist eigentlich zu blöd an der Sehbehinderung. Sonst stört mich die nicht, aber bei sowas stört mich das. Warte, kannst du das jetzt irgendwie? Nee. Vergiss es. Mach ja. Das bringt nichts. Ja. Wenn du siehst, siehst du es nicht. Dann ja. Machen wir einfach ein Foto nachher und dann schauen wir uns das Internet an. So, mein Liebe. Dann haben wir eigentlich alles erledigt. Wow. Dann werde ich dich wahrscheinlich wieder im November begrüßen, oder? Ja, also im November. Ich habe ja eh noch zwei Maria Tisch Sachen gekauft. Okay, schön. Und die wollten wir wahrscheinlich im November vor der Weihnachtszeit. Sehr schön. Wow. Damit ihr immer eine ganz, ganz schöne Zeit. Dankeschön. Danke dir vielmals, dass du wieder dich hast filmen lassen und mit da warst. Und du hast ja schon so ein bisschen Svenja Fanclub. Ja, glaub ich habe schon angesprochen. Wir haben, glaube ich, wie viel? Ja, stimmt, haben dich die Kunden schon erkannt ja, hier, ne? 7000 Aufrufe. Ja. Ja. Wir haben vier Videos mit dir gemacht, ne? Das ist die Heart Challenge, dann die Mystery Piercing, die Dreieraktion. Genau, ja, die Rashley-Geschichte und jetzt ist das vierte heute. Ja, und dieses, wo ich mit dir gesprochen habe. MPS. Ja, genau, stimmt, genau. Ja. Ja, fünf Stück, schau mal. Wo wir telefoniert haben. Ja, schaut an, das wäre ja alles schon miteinander erlebt. Ja, haben. In der kurzen Zeit, ne? In Corona-Zeiten, in einer Zeit. Ja. So, ich erkläre ganz kurz eine Sekunde noch fürs Video die Pflegeanleitung. Genau. Du kennst es aber eh auswendig. Ja. Für euch, immer bei so einem Piercing hätte man schnell desinfizieren, dann unter Lid Spray sprühen. Aber übrigens, Max Gordon hält es da. Unser Spray. Oh. Schenkt dir eins. Schau mal. Nur den Beispiel reinlegen. Und wir machen dir das Spiel schon hoch. Ja, mega. Also, Hände. Da rein. Riecht lecker, ne? Das riecht gut. Marks Gold Hands, jetzt da auch zu bestellen mit diesem Mega Store. Wow. Danke dir, ganz mal. Dankeschön. Bitte. Also, erst Hände waschen und desinfiziert, eben mit Marks Gold Hands auch wirklich gut. Dann tun wir bitte Water Hills frei sprühen, riecht echt geil, ne? Ja, mega, mega für. Der ganze Raum riecht angenehm, so Orange, Zitrone, Vanille, Menthol, also richtig gut, ja. Dann nehmen wir den Spray, sprühen vorne hinten auf, lassen ihn einwirken 30 Sekunden. Danach nehmen wir eine Küchenrolle, die Küchenrolle anfeuchten, putzen vorne hinten, dann vorne mit Gelbitte nehmen, einschmieren dünn vorne hinten und Piercing hin und her bewegen. Du kennst das, wenn ich sage es nicht für die ganzen Zuschauer. Haare färben tut mir eh nicht, weil es ist nein, geboten. Geht sowieso nicht. Es gibt Zahnarztbutton, so lange. Ich auch nicht. Kann auch nicht. Schwimmen gehen. Mach ich auch nicht. Dürftest du in den Füßen oder im eigenen Pool? Ja. Und hab aber schon Sport und Duschen ab morgen. Ich hab aber noch keinen eigenen Pool. Nächste Woche dann, oder? Ja. Also, euch danke fürs Zuschauen, Svenja. Dankeschön. Dir danke fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bleib gesund, Mäuschen. Ja, und wir sehen danke. Uns in den nächsten Wochen wieder. Den brauchst du nicht, oder? Nein. Kennt dich auch nicht. Ja. Also, bis bald, meine Lieben. Svenja, komm gut her und grüß mir die Mami. Tschüss. Ja, tschüss.